Wenn Sie jetzt einen vor sich hätten und Sie müssten Ihnen sagen, warum man an diesem Kurs teilnehmen sollten, wie würden Sie Ihnen das schmackhaft machen oder auch sagen, warum das gewinnbringend ist? Ich würde einladen, sich mit anderen Menschen auf einen Weg zu machen, auf eine Entdeckungsreise, etwas über sich selbst zu erfahren, über den eigenen Glauben, aber eben auch über den anderer Menschen, über den Glauben unserer Kirche. Und das in eine Mischung zu bringen, in einen Dialog zu bringen, das macht eigentlich so einen Abend aus. Es ist schön, einfach auch die Bereitschaft mitzubringen, über sich selbst zu erzählen und zuzuhören und ja, sich überraschen zu lassen, wo wir überall Glaubensthemen, Glaubensfragen entdecken können. Das kann ein moderner Popsong sein, das hatten wir an einem Abend. Das kann aber auch ein literarisches Stück sein. Es kann vielleicht auch ein Zeitungsartikel sein, der morgens noch auf dem Frühstückstisch lag und wo man abends merkt, guck mal hier, das hat ja was tatsächlich mit meinem Glauben und meiner Lebenseinstellung zu tun.